Mir ist langweilig. Mir auch. Was könnten wir denn mal machen? Keine Ahnung. Wir könnten lernen. Ach nö, ich habe eine viel bessere Idee. Ene, Mene, schöner Glimmer. Wir beide sind 24 Stunden im Badezimmer. Hex, nein! Oh, wir sind tatsächlich im Badezimmer, aber ja. So können wir hier nicht 24 Stunden bleiben. Na, das ist echt ungemütlich. Ich habe noch eine Idee. Ene, Mene, Föhn, wir machen's und jetzt schön. Hex, Hex! Spielzeugtestern. Bevor wir euch jetzt das gemütliche Badezimmer hier zeigen, das ich gehext habe, ja, wir wissen's, wollen wir euch einmal kurz erzählen, was es ab sofort bei Prime Video gibt. Und zwar Bibi und Tina als Serie. Und darin geht es natürlich um Freundschaft. Und um spannende Abenteuer. Ja, der Martinshof soll nämlich verkauft werden. Und Bibi und Tina werden das natürlich verhindern. Und dann gibt es den jungen Spanier Chico. Der hat ein Geheimnis. Und das gilt es für Bibi und Tina bis zum Ende der Staffel rauszufinden. Aufregend! Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß an der Serie wie ich. Und ich! Wir gucken jetzt noch Bibi und Tina die Serie. Und jetzt zeigen wir euch erstmal unser Badezimmer. Ja, das ist mega toll. Es ist gemütlich geworden. Ja. Wir haben Ende. Ende. Tada! Das ist das Badezimmer. Hier ist das Katzenspielzeug. Katze, Katze, zu Besuch kommt. Ja. Und hier ist meine Badewanne. Deine? Meine. Zumindest für heute Nacht. Du musst bloß aufpassen, dass du dann nicht gegen den Hebel kommst, weil sonst wird das ein nasses Schlafen. Ja. Sehr feucht dann. Ja. Dann haben wir hier oben ein bisschen Spielzeug. Lummi und Savi sind auch mit dabei. Noch drei Kätzchen hier hinter. Die kleinen Kätzchen sind versteckt. Okay. Dann noch ein Armbandkätzchen. Das kann man zum Armband machen. Ein kleinen Hamster oder Hund. Ein Hund ist das. Oder ein Häschen. Nein, ein Hund. Gut, dann ein Hund. Definitiv ein Hund. Oh, ein Bibi Blocksberg Buch. Ja. Und hier nochmal. Ein Katzenbuch. Und ich weiß nicht, soll ich hier schlafen? Irgendwie sieht das so aus, weil mein Teddy hat sich da hingelegt. Ja. Hm. Und hier sind Flummi und Sabi. Haben wir gesehen eben. Ja. Aber ja. Ist noch ein bisschen hart hier irgendwie die Badewanne. Das kriegen wir gleich noch hin. Also hier ist unser Waschbecken. Hier bin ich. Huhu. Da ist unsere Dusche. Also wir könnten sogar duschen. Mama. Ich habe Hunger. Wir haben nämlich noch nicht gefrühstückt. Ich auch. Was machen wir jetzt dagegen? Denn die Tür ist zu und wir sind hier drin. Ich kann uns ja Frühstück hexen. Meinst du, das kriegst du hin? Obwohl, wenn du das hier alles hingekriegt hast, wirst du wohl das Frühstück hinkriegen, ne? Ja. Ich hätte gerne Frühstücksflocken. Also kein Brot. Ich überlege. Mit Milch, bitte. Ene, Mene, großes Glück. Wir beide kriegen jetzt Frühstück. Hex, Hex! Also ein bisschen mehr hätte da schon sein dürfen, Hanna, zum Frühstück. Ja. Mm. Ich probiere. Mm. Mm. Aber lecker ist es, was sie gezaubert hat. Wir haben jetzt gefrühstückt und jetzt spielen Mama und ich Mr. Poops. Mhm. So, wer fängt an? Ich. Oh. Lichen? Eine 3. Oh. Okay, jetzt ich. Das ist zu kurz gewesen, Benson. Jetzt ich. Ich traue mich nicht. Oh! La. Wieso haben wir als erstes dreimal die 3? Ich fürchte, ich habe schlecht gemischt. Ich lese ein bisschen. Oh toll, du machst es dir da gemütlich. Und
Ich weiß nicht, was Jaron da hinten macht. Der untersucht das ganze Badezimmer. Was machst du? Blinzeln? Hä? Was machst du, du alter Räuber? Was machst du? Mama, guck mal, hier ist eine Werbung von Bibi und Tina. Tatsächlich. Und können wir nicht das Mittagessen ausfallen lassen und What? Für diese Ferien Ostermuffins machen? Ferien? Feine Ostermuffins. Ja, aber es sind auch Ferien bei uns. Ja. Die Ostermuffins. Und hier im Bad? Ja. Dann musst du uns die Zutaten herbeihexen, würde okay. ich sagen. Okay. Ene mene fetter Braten. Ich brauche jetzt die Backzutaten. Hex, Hex! Hier sind jetzt die Sachen und dann backen wir los. Als erstes verrühre ich die Zutaten, die schon hier drin sind. Dann mal los. Welche Stärke? Komm, weiß nicht mal, mit 1, 2. Ja. Und mit der anderen Hand hältst du die Schüssel fest. Genau. Die Butter wird klein. Ja, das ist der Sinn der Sache. Am besten schön umrühren. Perfekt, dass das alles schön zusammengemixt ist. 2 Eier dazu. Und wieder verrühren. Ja. Jetzt gebe ich den Schmand dazu. Alles? Alles. Und das Mehl. Mehl und Backpulver sind da drin. Einfach reinschütten, vorsichtig. Erstmal das ganze Mehl unterwalden. Und festhalten immer die Schüssel mit der anderen Hand. Ja, ganz schön viel Teig. Ja, warte mal. Lass, du kannst jetzt auch so ein bisschen abstreifen. Und jetzt direkt über den Ding. Und genau. Und jetzt nimmst du das nächste Förmchen. Das ist das Beste am Backen. Ich krieg den Teig. Die Schüssel auslecken. Wir haben hier jetzt die Muffins und ich glaube, die müssen jetzt noch im Backofen, Schnucki. Ene mene zacken. Bitte einmal fertig backen. Hex, Hex. Die sind ja nicht nur gebacken, die sehen ja aus wie richtige Spiegeleier. Ja, wenn schon, denn schon. Na dann mal los. Mal gucken, was du da gezaubert hast. Guten Appetit! Bandit! Mmh. Hanna daddelt und ich langweil mich. Mama, sieht die gut aus? Sieht perfekt aus. Der Teig schon. Erstmal. Sie macht sich gerade eine Pizza. Ja. Soll mir das irgendwas sagen für heute Abend? Ja. Als nächstes kommt Käse. Mama, ich habe eine Idee. Kannst du mir nicht die Nägel lackieren? Also eigentlich könntest du dir die jetzt auch zurecht hexen, aber wir haben ja Zeit, von daher würde ich sagen, ja. Machen wir das. Aber du müsstest dir eine Farbe herbei hexen. Ene mene rucke die zack, ich brauche Nagellack. Hex, Hex! Das ist er. Ist die Farbe okay? Ja. Ja, dann werde ich dir jetzt wohl mal die Nägel lackieren, ne? Willst du da in der Wanne sitzen bleiben? Ja. Das heißt, ich darf hier ganz gemütlich sitzen oder darf ich mir ein Höckerchen holen? Du darfst dir ein Höckerchen holen. Fertig. Schick. Gefällt dir? Ja. Das liebt unser Eumel. Wasser frisch aus dem Wasserhahn. Ohne das ist schon jemand gekommen. Ich falle gleich einmal in die Dusche. Entschuldigung. Ja, wir gucken dir zu. Es tut mir leid. Wir wollten kurz gucken, was du machst. Aber jetzt hast du den Kopf genau andersrum gedreht, ne? Du bist eine Knackwurst. Und du hast die so lange zu Mama gelegt? Guck mal, Mama kuschelt schon, die wird schon langsam müde, aber gleich gibt's noch, doch, gibt gleich noch Abendbrot. Pizza. Ich frage mich, ob die uns schlafen lassen heute Nacht, Schnucki. Ich frage mich auch. Ich mach mal. Guck dir mal Eumel an, der stört hinten. Ja, tick, tack. Ja, wie so eine, kennst du diese Uhren, wo der Schwanz immer hin und her tick-tack, tick-tack? Derjenige, der das erfunden hat, der hatte bestimmt auch eine Katze.
So, wir sind jetzt schon echt lange hier im Badezimmer, haben noch ein bisschen gespielt und Hannah hat gemalt und noch weiter gelesen und wir haben am Handy gedaddelt und jetzt ist es Zeit, den Pyjama anzuziehen, bevor es dann Abendbrot gibt. Machen wir das auf die ursprüngliche Art und Weise oder willst du uns in den Pyjama hexen? In den Pyjama hexen. Das habe ich mir fast gedacht, aber irgendwie klingt das auch sehr bequem. Also einfach. Ja. Na dann mal los, hast du einen Spruch? Ene, mene, Drama, wir beide sind im Pyjama. Hex, Hex! Ah, viel gemütlicher jetzt im Pyjama. Und jetzt? Ich hexe uns eine Pizza. Eine Pizza? Ja. Ene, mene, Glitzer, wir beide kriegen eine Kit. Warte mal. Ene, mene, Pizza. Ene, mene, Glitzer, wir beide kriegen eine Pizza. Hex, Hex! Die Pizza ist da. Da ist sie. Sie ist ein bisschen dunkler als bei dir auf deiner App. Ja. Aber ich würde sagen, Hauptsache sie schmeckt, oder? Ja. Probieren mal. Klebt auf jeden Fall. Köstlich. Ich wusste, dass das Wort kommt. Wenn Hannah irgendwas richtig gut schmeckt, sagt sie immer köstlich. Und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken, unser Abendbrot. Und dann legen wir uns ein bisschen hin und gucken uns die neue Bibi und Tina Serie auf Prime Video an. Ja. Wir haben jetzt gegessen und jetzt ist Zähneputzen dran. Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht, Spätzi. Ich leg mich jetzt auch hin. Ja. Und irgendjemand muss noch das Licht ausmachen. Und das bin ich. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich habe mir gerade erstmal die Brille aufgesetzt, weil ich ja sonst nichts sehe. Und es ist noch dunkel draußen. Aber wir können ja mal gucken, ob Hannah schon wach ist. Auf jeden Fall ist Eumel gerade reingekommen. Ich habe nämlich in der Nacht die Türen spalt aufgemacht, damit wir hier ein bisschen mehr Luft kriegen. Wir haben zwar ein Fenster, aber das war echt kalt. Und jetzt gucken wir mal, ob Hannah noch schläft. Also Eumel ist reingekommen. Versuchen wir nochmal eine Stunde zu schlafen. Oh, 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 oh. Das Kekse. So, also wir schlafen nochmal ein bisschen. Ich versuche nochmal mein Bestes. Guck, Eumel legt sich auch hin und macht jetzt auch nochmal ein bisschen Haja-Bedina. Gute Nacht, Eumi. Also ich kann ernsthaft jetzt nicht mehr schlafen. Mir tut der Rücken weh. Mir tut... Weiß ich nicht. Oh, bist du wach? Jetzt ist Hannah definitiv wach. Sie hat eine Spinne in der Wanne. Eumi, wo ist sie? Wo ist sie denn? Am Kissen. Und am Gerne, komm doch raus, du Keks. Wie kommt denn da jetzt eine Spinne über Nacht rein? Keine Ahnung. Wo ist sie denn? Das ist so eine kleine. Die ist mir fast über die Hand gekrabbelt. Mir ist eine Spinne über die Hand gekrabbelt. Soll ich dir was sagen? Du lebst noch. Du hast es überlebt. Und du hast noch Zahnpasta von gestern Abend im Gesicht. Auf jeden Fall bist du wach jetzt, stimmt's? Ja, die Spinne hat mich erschreckt. Jetzt dachte ich, wir könnten... Guck mal, Eumi liegt da auch immer noch. Ich dachte, wir könnten jetzt so einen schönen, ruhigen guten Morgen machen. Stattdessen wurde Hannah von einer Babyspinne geweckt. Vielleicht war es der Fussel da? Nein, das hatte Beine. Der Fussel hat auch Beine. Nein, aber das hat sich bewegt. Ja, der Fussel bewegt sich auch, wenn man ihn anatmet. Wir hoffen, euch hat unser 24 Stunden im Badezimmer gefallen. Ja. Und bis auf meinen Rücken, der jetzt so ein bisschen wehtut, fand ich es echt lustig. Und du? Ich auch. Wollen wir das nochmal wieder machen in einem anderen Zimmer? Ja. Könnten wir. Aber dann mit Bett, bitte. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Mama, warte mal. Was? Ene, mene, Maus. Das Video ist jetzt aus. Hex, Hex. Oh. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.